Hier spricht Stefan Stein von der Wetterstation. Die Stürme über Nordwest kommen herein über Schleswig-Holstein und Dwars und Achten über Hamburg. Ich meine, Wetter ist so schlecht, denn blieb man zu Hause, ne? Sicher das, wir haben gerade in Köln eine ähnliche Erscheinung. Gerade der ganze Ring, ne? Nebelfelder, Wolkenbrüche. Gestern war es am Fieseln, heute ist es am Rennen. Und der Meteorologische Institut seit für morgen der gleiche Driss. Ist es überraschend, Kimmer? Gerade jetzt, wo man sich hingestellt hat, auf ein leichtes Gewand, was ist, Kimmer? Ein Schnürregen haben wir. Ich sage Ihnen, das ist ein richtiger Sauwetter, ein Elenix, ein Sauwetter haben wir es erzählt. Aber wir haben nicht fast in der Glückstopp, sage Ihnen, seit 3 Minuten haben wir das schönste Wetter. Gerade so, wir haben es sonnig. Was immer? Ah ja, so ist. Hallo, mir sagst du leid. Gerade eben fahr ich schon wieder aus. Ist am Regen und jetzt sind die ersten Tröpfel schon gerade gefallen. Das Beste, sie geht wieder ins Häusle. Ich weiß nicht, was die Berliner mal wollen, von wem Berlin ist eine Reise wert. Ja, erzähl mal, ich hab mir gestern einen leichten Mantel gekauft, ja? Jäg raus, ich hab hier vor und sag ihnen, ihr könnt mal peitschen, ja? Jetzt sitze ich damit, also, ich will mal sagen, wenn sie wirklich nach Berlin kommen, ja, suchen sie sich mal eine andere Zeit aus. Also, zur Zeit, ja, können sie sich nasse und kalte Beine auch woanders holen. Ei, horchen Sie mal, das ist doch furchtbar. Hier bei uns in Frankfurt in der Kaiserstadt. Ich meine, wir haben doch die Brüder hier von der Wetterstation. Da haben die ihr Büros hier bei uns in der Kaiserstadt und die machen uns so Wetter. Ich meine, das ist doch furchtbar. Also wirklich, hören Sie mal, Herrschaftsbosse sind das. Das ist furchtbar. Erbarmung, was haben wir in Königsberg? Ein Wetterchen? Na, wenn ich Ihnen sage, also wir haben keinen Sandsturm, nuscht nicht, nein. Wir haben gar nichts, keine Springflut, kein Gefrier und so gar nichts. Das ist ein richtiges Pumuckelskopfwetter, richtig, ja. Also ich weiß nicht, wir reden oft über das Wetter, aber zur Zeit, man weiß gar nicht, worüber man überhaupt noch reden soll. Lerge, verfluchte Piranha, verstehst du? Kommst du nach Breslau zu uns in die Siebenbürger, verstehst du? Wenn du kommst, gutes Wetter, kommst du nicht schlechtes Wetter. Aber wenn du kommst bei ihnen Wetter, kriegst du immer einen guten Schnaps, verstehst du? So machen wir das. Ich möchte mal hier was verkünden. Meine Damen und Herren, was ist das für Gelaber ums Wetter? Ich will Ihnen mal ganz ehrlich mein Rat sagen. Das ist nämlich irgendein Sohn Lümich, der hier Anfragen stellt. Und wir wissen auch, woher diese Anfragen kommen. Nämlich von den monopolkapitalistischen Ländern. Und darum sagen wir,